So, meine Herren und Damen, Servus und herzlich willkommen bei Gotham Knights. Wir sind auf dem Weg zum Pinguin. Aber das können wir ja noch gerne mitnehmen. Ich hab hier was. Okay. Gut. Was jetzt? Okay, da müssen wir hin. Das machen wir über die Schnellreise. Richtig nice. Und wohin? Na dann, ab zum Pinguin. Was soll?
schalte dich aus. Stirb, Alte. Du kannst wohl doch Türen benutzen. Du weißt, was ich will. Okay, entweder wird er paranoid oder hier sind Wanzen versteckt. Oh, hier ist eine Wanze. Beleuchtung ist wichtig, besonders in meinem Alter. Ich sehe nicht mehr so gut. Die habe ich nie gemocht. Sie passt nicht zur übrigen Deko. Ich weiß nicht mal, woher sie stammt. Frisch restauriert. Leider war mein gewohnter Restaurator nicht verfügbar. Du willst also wirklich in der großen Liga spielen. Darauf stoße ich an. Bring mir mal die Whiskyflasche da. Da. Mächtige Leute spazieren seit Jahren aus Blackgate einfach raus. Doch du warst drin. Warum? Sie wurden beschützt. Doch ich nicht. Beschützt von wem? Niemand nennt den Namen. Es wird ihm niemals gedroht. Den Rat der Eulen gibt's nicht. Der Powers Club. Ja. Wo sich die Superreichen ebenso vergnügen. Könnte ein Blick wert sein. Ich selbst mache einen großen Bogen um das Schlangennest. Doch mich schickst du wohl gerne dorthin. Ich ließ Jahre meines Lebens in Blackgate. Geh dorthin und mach dein Ding. Aber von mir weißt du nichts. Ja, das war schon mein Anfang. Glockenturm, hast du das gehört? Hört sich an, als wäre Pinguin ungewohnt hilfsbereit. Ob er dich reinlegen will? Mag sein. Aber er scheint den Rat der Eulen für sehr real zu halten. Gut, ich werde über den Rat nachforschen. Ich melde mich. Na dann. Schauen wir mal, ob der Rat der Eulen auch tatsächlich real ist.
bin gespannt. Oh. Aha. Und wieso? Ja, vielleicht erfahren wir das ja vom Pinguin noch. Mal gucken. Ist ein interessantes sowas, dass man sowas finden kann. Glockenturm hier. Hast du von Alfred gehört? Er ist raus und müsste sich schon längst gemeldet haben. Das macht er in letzter Zeit häufig. Meinst du, er hintergeht uns mit anderen Rächern? Haha. Er sagte, er treffe Jacob Kane und wolle einen Spaziergang machen. Ein Spaziergang um diese Zeit? In Gotham? Im Herzen ist er immer noch Soldat. Sieh einfach kurz nach, ob es ihm gut geht, ja? Ja, ich mach klar. Das. Kein Problem. Aber Alfred ist ein Haudegen, also. Du müsst es eigentlich gut gehen. Haben wir da eine Schnellreise hin? Nö. Nee. Gesicht. Was war mit dem Gesicht? Was ist denn los? Schauen wir mal, was mit Alfred los ist. Ist hier direkt ums Eck. Wo bitte? Danke. Oh, wow, 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 wow. Hier ist ja so eine Andockstation, also müssten hier die Drohnen sein. Irgendwo.
Da ist eine. Du hast sie gescannt, ich hab die Daten. Schön. Ah, da hinten ist er. Glaube ich. Officers, bitte zur Diamantenbörse, Ecke Grant und Louvre. Wir haben einen Überfall. Ein Überfall ist im Gange. Ganze Datensätze. Bitte scanne sie vollständig. Gute Arbeit. Ich habe die Drohnen umprogrammiert. Du kannst jederzeit herfliegen. Alles klar. Dann machen wir als nächstes Alfred. Ja, wir könnten aber das hier noch mitnehmen. Wenn wir hier eh schon sind. Etwas länger scannen. Versuch's nochmal. Ja, kletter doch hoch, Freak. Alter. Scanne diesmal etwas länger. Guter Scan. Habe die Daten.
Ja, eine fehlt noch. Die ist neutral. Ja, das hinten wird keine Drohne sein. Die ist ja neutral, die haben wir ja schon. Oh, da hinten. Super, du hast alle. Ich habe sie so programmiert, dass du fliegen kannst. Nice. Und jetzt zu Alfred. Da ist er. Colonel Kane. Sergeant Pennyworth. Tut mir leid, dass wir uns so spät treffen. In dieser Stadt reißt die Arbeit nie ab. Oh, das verstehe ich gut. Der Papierkram nimmt kein Ende, seit Bruce tot. Ja. Ich glaub's noch immer nicht. Bruce' Beerdigung war der schwerste Tag meines Lebens. Ja. Wissen Sie noch, was ich damals sagte nach Martha und Tommy? Sie sagten, der Tod zeigt den Wert eines Lebens. Wir nehmen Menschen für gegeben, bis sie fort sind. Ich weiß nicht, was ohne Bruce aus der Foundation wird. Ich hoffe, Master Grayson hilft Ihnen bei der Umstellen? Ja, das tut er. Dick hatte schon ein Investorengespräch. Er macht sich erstaunlich gut. Ich bin jeden Tag... Seid ihr aus dem Altenheim ausgebüxt? Wisst ihr nicht, dass es nachts gefährlich ist? Ich bin jeden Tag wieder aufs Neue stolz. Geld her oder ich verpasse eine Ladung! Wisst ihr was? Vergesst es. Ziemliche Kehrtwende. Der Typ wusste nicht, wen er vor sich hatte. Kommen Sie rein.
Bei einem Drink redet sich's gut. Da sag ich nicht nein. Aber nur nicht zu lange. Ich will niemandem Sorgen machen. Glockenturm, was wissen wir über den Rat? Dem Gedicht zufolge ist er ein Geheimbund, der aus dem Verborgenen in Gotham die Fäden zieht. Und es gibt ihn schon so lange wie die Stadt selbst. Ja, der Rat der Eulen sieht stets und so weiter. Aber einer wie Pinguin fürchtet sich nicht vor Kinderreihen. Wenn die Legende wahr ist und der Rat so mächtig ist, wie in den Geschichten behauptet, könnte er die Entlassungen aus Blackgate einfädeln. Das würde bedeuten, sie kommen mit ihren Verbrechen davon. Seit Jahrhunderten. Das stimmt. Hoffen wir, der Powers Club bringt uns weiter. Oh, oh, oh. Und Alfred wusste, dass wir hinter ihm irgendwie waren. Er hatte das irgendwie schon in Vorahnung. Ich wusste noch nicht, ob er uns das gesehen hat. Eine Schnellreise hin. Mal kurz schauen. Ah, okay. Okay, hier müssen wir hin. Das können wir erledigen über den Glockenturm. Dann schauen wir da noch kurz vorbei und dann beende ich die Folge schon. Neue Daten zur Tafel hinzugefügt. Oh. Ah, Kryogene, aber da fehlen uns noch Teile. Können wir noch nicht herstellen. Wäre mega. Wenn wir kryogene Pistolen hätten. Können wir denn an den Kugeln noch was ändern? Direkttrefferkugeln. Ja, da braucht man auch mehr von diesen komischen Materialdingern. Also so einen Koli-Dingsbums von den Regulators. Also müssen wir mehr Außenposten von den Regulators noch einnehmen. Aber wir wollen ja in diesem Club. Dann gehen wir da noch kurz hin. Oder gucken wir noch kurz nach einem Anzug. Alter! Alter, geil. Schaut aus wie Iron Man, aber okay. Na dann. Alter, das sind Anzüge, die möchte ich unbedingt haben. Also was hältst du von Montoya? Wir waren keine guten Freunde, als ich auf der Straße war. Sie war ganz neu, als mein Dad noch dabei war, aber er hat sie geschätzt. Ich denke, wir sollten ihr zumindest eine Chance geben. Na gut, aber ich bin noch nicht überzeugt. Ich mag Gotham Cops nicht. Jason, du magst doch niemanden. Das stimmt nicht. Ich mag, dass du das weißt. Ja, Barbara mag er 1000%. Könnte man nicht sagen, weil es eine Frau ist. Aber ja. Dann gehen wir jetzt noch kurz in diesen Powers Club und dann beende ich die Folge.
Hui! Okay. Okay, bin drin. Mal sehen, wie die andere Hälfte lebt. Die haben wohl Handlanger als Wachen aufgestellt. Sag Bescheid, wenn du was findest. Eine Pause gegeben, ha? Ich beschwere mich nicht. Es ist schön, mal zu verschnaufen. Der arme Kerl, der getan hat. Welcher arme Kerl? Also ich habe nur eine längere Pause bekommen. Ja, das klingt ja gar nicht verdeckt. Mal schauen, was hier los ist. Aber ich möchte die Folge jetzt hier sehr, sehr gerne beenden. So leid es mir tut, ich muss sie sogar hier beenden. Oh. In der nächsten Folge machen wir hier weiter. Wir sind dem Rat der Eulen immer näher auf der Spur. Dann bis zur nächsten Folge.